So, meine Damen und Herren, dann machen wir weiter mit Formel 1 der Karriere, Breaking Points, Freitag, den 17. Dezember, 16:15 Uhr. Ach, hättest du mal mehr Platz gelassen. Platz 8, okay. Mazepin, hau ab! Brilliant, nice move. Laps of fuel remaining.
seconds. There's four laps of fuel remaining. Wow, wir haben noch drei Runden. Das passt. This is your final lap of the race. We have two laps of fuel remaining. Nice overtake. Fantastic. You've won the Grand Prix. Any
interessantes Aufeinandertreffen von Ackermann und Jackson hier in der Boxengasse, Stefan. Wird das hinter den Kulissen noch weitere Spannungen auslösen? Ackermann hat sich über Funk schon ziemlich wütend angehört. Sollte bis nächste Runde warten, aber kam trotzdem rein. Mit klarem Kopf würde man so eine Entscheidung nicht treffen. Hat er da seine persönlichen Probleme mit auf die Strecke gebracht? Ich glaube schon. In der letzten Saison haben sie sich oft genug gegenseitig Punkte gekostet. Und wenn man sieht, was heute passiert ist, glaube ich, es geht genauso weiter. Und hier sind sie auf dem Weg zum Podest. Ein hart erkämpfter Sieg heute für das Team, den es mit Sicherheit richtig auskosten wird. Der Gewinner von heute, Team Williams. Er schließt mein rechtes Fuß gerade ein. Oh Gott. Und ich sitze auch noch drauf. Geil. Geiles Feeling. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Glückwunsch zu diesem harten Rennen heute, Kaspar. Für uns Zuschauer schien es so, als habe es irgendeinen Konflikt wegen der Boxenstopp-Strategie gegeben. Können Sie uns das erklären? So etwas passiert leider manchmal. Ich habe gemerkt, dass ich bald neue Reifen brauche und an die Box muss. Das war ein kalkuliertes Risiko. Mehr gibt's da nicht zu sagen. Ich habe mich davon erholt und das Rennen beendet. Die Schwierigkeiten heute lagen also an einer Teamentscheidung und nicht an weiteren Spannungen zwischen Ihnen und Aiden Jackson? Nein, das ist alles in Ordnung. Wir hatten nur unterschiedliche Strategien und es kam zu einer unglücklichen Überschneidung. Letzte Saison gab es zwar Probleme, aber die gehören der Vergangenheit an. Warum fragen Sie? Nun ja, Sie schienen bei Ihren Funksprüchen sehr wütend auf Ihr Team zu sein. Manche fragen sich, ob das ein Indikator für ein tiefer liegenderes Problem hinter den Kulissen ist. Was würden Sie dazu sagen? Deswegen braucht man sich keine Gedanken machen. Das war nur das Adrenalin. Wenn man mitten im Rennen ist, kann es schon mal mit einem durchgehen. Ich weiß nicht mal mehr, was ich gesagt habe. Wenn ich zu ausdrucksstark war, werden wir hinterher höchstens darüber lachen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich verstehe es einfach nicht. Er darf zuerst an die Box. Sein Auto bekommt das einzige neue Triebwerk. Und dann darf er im Qualifying nach mir starten. Der Junge ist praktisch schon der erste Fahrer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Warum bezahlen Sie ihm dann mehr? Das regt dich also immer noch auf. Nein. Weiß nicht, vielleicht. Ich wünschte, ich hätte es nie erfahren. Aber es geht dir doch nicht ums Geld. Ich bin alt. Du bist nicht alt. Fang nicht wieder so an. Ich bin alt. Für einen Fahrer bin ich alt. Ach komm, das ist deine letzte Saison. Mach das Beste draus. Ich hab's Ihnen noch nicht gesagt. Wann sagst du's denn? Bald. Okay. Und bis dahin solltest du Jackson ignorieren. Okay. Und spiel nicht länger das Opfer. Das steht dir nicht. Ja, schon klar. Als nächstes geht's nach Sandford. Alle werden dir die Daumen drücken. Sei der Mann, den sie lieben. Anscheinend muss ich Monaco doch nicht fahren. Hab ich nochmal Glück. Was? Sei der Mann, den ich liebe. Das ist süß. Hast du dir das selbst ausgedacht? Das ist mein natürlicher Charme. Wie ich auch immer sagen würde, zum Ficken reicht's, für mehr auch nicht. Verstappen kann mir nicht das Wasser reichen. Musste das jetzt sein? Diggi, gleich Inhalt. So,
Kommt keine Mail? Anruf anscheinend wohl nicht. Gut. Dann bedanke ich mich bis hierhin wieder fürs Zugucken und wir werden uns dann gleich in der nächsten Folge uns an dieser Stelle wiedersehen.